zu begeben heißt eigentlich nichts tun und das liegt mir überhaupt nicht. Ich möchte sagen, mir macht es Spaß nach wie vor mit Menschen zu arbeiten. Ich habe die ganzen Jahre als Lehrer gearbeitet und jetzt macht es natürlich Spaß, wenn man den eigenen Sohn dann doch trainieren kann. Die Anja ist dazu gekommen und so hat man doch, sagen wir mal, noch eine sehr gute Beschäftigung. Herr Balzer, wie sieht die Aufgabenteilung zwischen Ihnen aus? Ja, im Prinzip ist es so, wir haben das schon mal gesagt, vier Augen sehen mehr. Und wenn man das, was in der Vergangenheit gewesen ist, ein bisschen analysiert und zusammenträgt, kommt man schneller voran. Und man vermeidet Dinge, die dieser und jener im Laufe der Zeit dann nochmal wiederholt. Wir haben es in zig Jahren probiert und ich glaube, teilweise ist das recht positiv, so ein Gespann. Also gibt es keine direkte Spezialisierung? Der eine macht, ich sag mal, guckt am Start besonders, der andere über die Hürde oder? Das möchte ich im Prinzip nicht sagen. Die Frau ist der Kommandant. Das ist gut. Das ist im Familienleben fast immer so. Aha. Fast. Es gibt ein paar Ausnahmen. Und wir halten es auch so. Sie schreibt und ich quatsche ab und zu ein bisschen etwas dazu. Aber ansonsten, sie ist federführend. Alles klar. Das ist normal. Alles klar. Falk, was schätzt du an deinen Eltern und Trainern? Oder machst du den Unterschied nicht? Doch, der Unterschied wird gemacht. Also im Training sind es meine Trainer. Und sobald das Training vorbei ist, sind es meine Eltern. Ich denke mal, diese Trennung musste man einfach vornehmen, weil man sonst irgendwo Gefahr gelaufen wäre, Kritik und andere Sachen nicht irgendwie so ganz anbringen zu können. Und worin besteht dann der Unterschied? Ich meine, fetzt ihr euch dann im Training richtig und dann ist es die liebe Mama oder wie funktioniert das? Ja, das trifft eigentlich so ungefähr den Punkt. Ich sag mal, für irgendwelche Außenstehenden, Sportler, die es nie gelernt haben, Mund aufzumachen gegenüber ihren eigenen Trainer, ist es natürlich sehr, was herrschen da für Zustände? Aber ich sag mal, das sind keine Zustände, weil jeder, der irgendwo vorankommen will, muss konstruktive Kritik anbringen, wie er das auch immer macht und da wird es halt mal laut und das ist bei anderen Sportlern, wie ich es mitbekommen habe, auch so und die gut sind, sage ich mal. Und von daher habe ich damit auch nie irgendwo ein Problem gehabt und wir haben uns darauf geeinigt und damit hat uns der Erfolg recht gegeben. Wie haben Sie dich eigentlich empfangen nach deinem großen Erfolg in Südafrika? Gab es eine Party? Haben Sie einen roten Teppich ausgerollt? Wie lief das ab? Ja, ich habe Sie ja schon mal ein bisschen vorgewarnt. Also Sie hatten ja die Übertragung ein bisschen später gesehen, als überhaupt der Lauf war. Und ich rief da so an und man glaubte mir einfach nicht. Ich habe gesagt, naja, die Minute kostet hier 5 Mark. Ihr könnt mir schon wirklich glauben. Also so ist das nicht. Und nee. Und dann waren sie eigentlich schon sehr erstaunt darüber gewesen und ich sag mal irgendwo auch mächtig erfreut, dass es doch mal zum großen Wurf gekommen ist. Ne? Mhm. Frau Balzer, was haben Sie mit dem Geld gemacht, das Ihnen der Sohn geschenkt hat? Naja, wir haben es mal gut angelegt, ja, haben etwas für die Wohnung gemacht und es bleibt eigentlich wieder im Familienbudget drin. Der Weltcup-Sieg war zweifelsohne das Größte, was der Falk bisher geleistet hat. Herr Balzer, was war aus Ihrer Sicht Ihr größter sportlicher Erfolg? Ja, die Rangfolge ist an für sich schon von der Frage her gestellt. Der olympische Sieg war natürlich absolut und wir haben, aber... Und ganz privat, Sie waren ja selber mal Sportler. Naja, privat, ich war immer zweite Garnitur. Also, naja... In unserem Niveau, ich meine, nach dem Krieg war ich an für sich Stabhochspringer, der, naja, ein gewisses Mittelmaß. Er ist einfach beherrschte, bescheiden. Naja, aber da gab es doch mal eine Zeitung, haben Sie mir erzählt, da stand drauf, die Gefahr aus dem Osten. Ne, das war, was war damit gemeint? Das waren Sie. Das war ein verspäteter Aprilscherz, aber die Sache war folgendermaßen, wir waren in West-Berlin. Und da bin ich mit 3,50, also ich schreibe das, unterstreiche das, habe ich dort gewonnen. Und später hat man mir mal eine Zeitung zugeschickt und da stand oben drüber,
die rote Gefahr aus dem Osten. Das war mein, also der größte Erfolg, den ich bisher gehabt habe. Mhm. Ansonsten, das war alles, ich meine, die Meisterschaften und so weiter. Wir waren ja immer dieselben Gesichter. Mhm. Und ich meine, dass wir nachher, später mit Preuska und Nordwig klasse Leute gestellt haben, dafür zeichneten wir auch ein bisschen mit, weil wir ja irgendjemand muss ja den Anfang machen. Mitgemischt haben. Ja. Und das war unser positives Wirken im Stabhochsprung. Ja, das war jedenfalls noch die Zeit, als der Herr Balzer aktiv war, als man einfach Bänke auf den LKW nagelte und zum Sportfest losfuhr. Und aus dieser Zeit gibt es wenig Bilder. Deswegen haben wir das Balzersche Privatarchiv und Sport im Bild bemüht, um uns mal diese Epoche zu vergegenwärtigen. Stabhochsprung sah zu den Zeiten von Karl-Heinz Balzer noch so aus wie hier beim ersten Turn- und Sportfest 1954 im Leipziger Plache-Stadion. Leichtathletik im Schrittmaß der 50er. Karl-Heinz Balzer sprang in seinen besten Zeiten 1,81 hoch und schaffte mit dem Stab 4,10 Meter. Nach seiner aktiven Zeit arbeitete er als Trainer. Er hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die DDR-Hürdensprinterin stets die Weltspitze bestimmten, allen voran seine Frau Karin hier rechts. Das Geheimnis des Hürdenexperten Balzer, die ständige Suche nach neuen Wegen. Falk, bist du da nicht ein bisschen neidisch? Dein Vater hatte immer einen Schwarm Frauen um sich. Ja, das kann Vor- und Nachteile haben. Ne? Ach so? mit dem Schwarm Frauen, ne? Sie haben immer auf die holde Weiblichkeit gesetzt. Warum? Ich wurde verurteilt. Sie ärmster? Naja, weil ich von einem Lehrgang in Leipzig, wo ich ausgebildet wurde an der DFK, wieder nach Hause kam und da sagte man mir, Sprungtrainerstelle ist besetzt. Was übrig bleibt, sind die kleinen Mädchen. Da ich ständig war, also nicht viel gewandert bin, habe ich gesagt, dann nehme ich die. Okay. Und siehe da, es entstand eine ganz schöne Truppe. Also da sind wir nicht traurig, also ich zumindest nicht. Wie haben Sie sich kennengelernt? Na, ich kam zu ihm in die Trainingsgruppe und... Sie sind von Magdeburg gekommen? Ja, ich bin von Magdeburg gekommen, kam dann zu meinem Mann in die Trainingsgruppe. Und da habe ich mich dann, wie gesagt, als Hürdenläufer entwickelt. Hm. Was gab Ihnen die Überzeugung aus dem Mädel, da kann man was werden? Naja, wenn man in dieser Branche einige hat, und das waren 10, 12 und manchmal auch noch mehr, und man sieht, wie sich etwas entwickelt, also auch leistungsmäßig und vor allen Dingen auch mit der Einstellung oder von der Einstellung her. Man spricht viel über trainingsmäßige Probleme und stellt dann fest, dass das, was man dort festgelegt hat, auch umgesetzt wird. Und das hat sie gekonnt. Dann kriegt man allmählich Vertrauen. Und dieses Vertrauen hat sich dann auf die Gegenseitigkeit ausgeweitet. Und daraus entstehen ja dann Leistungen. Mhm. Wenn der Sportler das, was festgelegt wird, nicht mitmischt und nicht aktiv genug ist, dann wird das nie was. Mhm. Also und deswegen war das hier so. Ich merkte, und da will ich eine kleine Episode. Sie lief dann mal eine 11-3, das war als Junioren. Und da habe ich ihr einen kleinen Kaktus geschenkt. Der kleine grüne Kaktus war es ja, also. Ja, das habe ich also in meiner Trainingsgruppe noch nie gemacht. Aber es war ein Bedürfnis, ich meine nicht, der Stachelhäuter war nicht das Zeichen dafür. Ich meine, Annäherung versuche. Er hat aber eines vergessen. Als er mir den Kaktus überreicht, hat er zu mir gesagt, du kannst mal Weltrekord laufen, ich werde immer was zu meckern haben. Klar. Und das ist auch geblieben.
Das ist doch gut so, oder? Ja. Sie haben beide mal für 4 Wochen einen Abstecher gemacht in eine Welt, die wir heute alle kennen, in die westliche. Mhm. Andere wären froh gewesen, wenn sie fort gewesen wären. Sie aber sind wiedergekommen. Was gab den Ausschlag dafür? Na, also das kam damals eigentlich zustande, dass ich zum Sportclub Dynamo sollte. Ne? Damals war ja die Zentrale Dynamo und ich hatte eigentlich dort nicht so das Bedürfnis gehabt. Ich muss dazu sagen, dass in den 50er Jahren, als der Leistungssport begann, ich kam von der BSG, eigentlich von einer Betriebssportgemeinschaft, so eine Kontraststellung existierte zwischen den Betriebssportgemeinschaften und den Sportclubs. Ja. So nach, die Sportclubs begannen nun, sagen wir mal, die guten Sportler alle an sich heranzuziehen und damit nahmen sie eigentlich das Fundament diesen Betriebssportgemeinschaften. Und dementsprechend waren wir natürlich dann auch eingestellt worden und da stand ich sowieso immer ein bisschen kontra in der ersten Zeit, sagen wir mal, sehr hart zu trainieren. Mhm. Und da ich als junger Sportler das dann auch auf Lehrgängen erlebt hatte, ich hieß ja damals nur mal die Faule kommt, hatte ich das Bedürfnis nicht gehabt zum Sportclub Dynamo. So, und da das ja dann doch mehr oder weniger mit einem Abkommandieren zusammenhing, so haben wir dann gesagt, na okay, dann machen wir das eben anderweitig, weil ich mich eigentlich auch von meinem Trainer nicht trennen wollte. Denn die Entwicklung war ja stetig vorangegangen. Ja. So, und damit aber auf der anderen Seite haben wir damals auch gesagt, letztendlich die Entwicklung hatte ich hier. Ja, und damit ging es wieder zurück. Also haben Sie gesagt, kommen wir wieder zurück, ja, das ja. können wir da auch. Dann gab es aber erstmal Bewährung, ganz kurz. Wie sah die aus? Ich habe ein Jahr vollkommen Sperre gehabt. Das war klar. Also Wettkampfsperre? Ja, Wettkampfsperre und bin dann erstmalig wieder 1959 nach den Meisterschaften an den Start gegangen. Und mein Mann hatte damals dann sozusagen Arbeitsbewährung bekommen. Er hatte in Wolfen gearbeitet und konnte dann 1961 wieder als Trainer arbeiten. So, und ich bekam die Starterlaubnis 1959 für die DAFK Leipzig. Und bin dann, wie gesagt, wieder offiziell in Erscheinung getreten. Aber nach Ihrer Bewährungszeit haben Sie dann offensichtlich umso intensiver gearbeitet, denn dann sprang ja 1964 der Olympiasieg raus. Und das war die Zeit, als Sie von Frankfurt aus in die Welt zogen. Ja. Und da schauen wir uns mal ein paar Bilder an aus der DEFA-Wochenschau. Unvergessen bleiben die großen Erfolge der Sportler unserer Republik. Das war der Start zum Finale über 80 Meter Hürden, in dem Karin Balzer ihre bisherige Laufbahn mit olympischem Gold krönte. Es war das letzte Mal auf Olympischen Spielen, dass 80 Meter Hürden gelaufen wurden, da diese Strecke international auf 100 Meter verlängert werden soll. Frankfurt an der Oder. In den neu erbauten Straßenzügen Menschen unserer Zeit. Unter ihnen eine Bürgerin von vielen, Karin Balzer. Schau mal, so läuft Kielbörn. Der Augenzeuge besuchte die Sportlerfamilie Balzer in ihrem Frankfurter Heim. Der Erfolg von Tokio und die Hallenmeisterschaften liegen hinter uns. Die neue große Aufgabe ist Mexiko. Wie geht's weiter? In der Zwischenzeit will ich erst einmal mein Fernstudium beenden. Trainer der Olympiasiegerin ist ihr Gatte. Nicht die Europameisterschaft 1966 in Budapest. Ja, dort hoffe ich, dass die 100 Meter Hürden bereits ausgetragen werden und darauf will ich mich vorbereiten. Das hat ja dann auch alles wunderbar geklappt. Da haben Sie Ihren ersten Europameistertitel geholt, aber noch was ganz anderes. Haben Sie die Bommelmütze selber gestrickt? Ja, bei uns war es damals so üblich gewesen, dass jede Sprinterin, die zu uns in die Nationalmannschaft kamen, also Hürde und Sprint jetzt zusammengenommen. Wir sehen hier nochmal das Modell Frankfurt. Ja, ja, mussten stricken lernen. Modell Frankfurt. Ja, ja, die mussten stricken lernen. Manchmal war es sehr, sehr schlimm für unsere Trainer. Also die haben uns echt für verrückt erklärt. Mhm. Wir saßen ja wirklich nur noch in jeder freien Minute, ob auf dem Sportplatz vor dem Wettkampf unter dem ersten besten Baum und die Stricknadeln flogen. Da wurden regelrechte Wetten abgeschlossen, wer seinen Rock zuerst fertig hatte. Haben Sie damit auch andere beglückt mit Ihren Strickkünsten? Ja, eigentlich eingeführt hatte das Gisela Birgemeier. Also Ihre Vorgängerin sozusagen? Ja, ja, sie war auf diesem Gebiet sozusagen der Kommandant und so mussten wir alle stricken lernen. Und ich weiß, wir waren zusammen damals im Trainingslager und sie hatte mir da wohl Verschiedenes erklärt. Ja, und ich war leider auf die Idee gekommen, meinem Mann eine Strickjacke zu stricken und wenn ich aus dem Trainingslager zurückkomme, nicht weit zu überreichen.
Ja, die war auch fertig geworden, aber irgendwas stimmte da nicht. Und mein Mann sagte damals zu mir, entweder bin ich in der kurzen Zeit schief geworden oder die Jacke. Ja, es fehlten da so ein paar Zentimeter am Ärmel. Aber ja, das war so regelrechte Tradition. Wer bei uns reinkam und die, ich glaube, die Petra Vogt, die dreifache Europameisterin, die hatte eigentlich die ganze Sache dann so auf den I-Punkt gebracht. Mhm. Die strickte dann auch im Auto. Aha. Oh, oh, Falk, pass bloß auf, was du demnächst geschenkt kriegst. Wer weiß. Von den 100 Metern war so oft die Rede. Sie haben Ihren Olympiasieg ja über die 80 Meter Hürdenstrecke erreicht. Warum waren Sie so heiß auf die 100 Meter? Wie kann man das den Zuschauern erklären? Ja, das hing ein bisschen mit meiner Länge auch zusammen. Ich war eine verhältnismäßig große Hürdenläuferin, brachte auch sag mal, eine sehr gute Grundschnelligkeit mit. Und man hatte dann doch in den letzten Jahren festgestellt, dass sich der Hürdenlauf der Frauen eigentlich zeitmäßig nicht mehr groß entwickeln konnte. Und da kam mir das natürlich zu Pass. Der Abstand waren immerhin einen halben Meter länger. Und somit konnte ich vor allem meine sagen wir, sehr gute Grundschnelligkeit ausspielen. Mhm. Falk, was beeindruckt dich an der Karriere deiner Mutter? Ich meine, sie war ja nun lange Jahre aktiv, 17, 18. Ja, 17 Jahre. Ist sowas heute noch möglich? Ja, es machen viele andere vor, die dir auch einen beeindrucken. Ist eben das der gute Aufbau. Der ruhige und besonnene Aufbau, nicht irgendwas übers Kreuz brechen, weil man irgendjemandem was beweisen muss, brauchen sie ja nicht mehr. Mhm. Und dann eben die lange Zeit eben auf einem hohen Level zu rennen, ohne irgendwelche, sag ich mal, kam, sah, siegte und ging wieder und verschwand in der Versenkung und hat sich dann so ein Jahr von sich reden machen und das war es dann halt gewesen. Nicht? Mhm. Und diesen, sag ich mal, das ist auch das Ziel, womit ich anstrebe, über einen längeren Zeitraum, über Jahre hinweg ein sehr hohes Level zu halten und auf diesem Level das, was man eben körperlich kann, zu rennen. Mhm. Und dann vielleicht irgendwann mal so einen großen Erfolg zu landen, wie halt ein Olympiasieg oder was weiß ich was. Herr Balzer, dass sie Ihnen die liebste Frau ist, davon gehe ich aus. Aber war sie Ihnen auch die liebste Athletin? Das ist natürlich eine Frage, die ist sehr gut. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn man Gemeinsamkeiten hat und gemeinsam vieles abspricht und in der Praxis umsetzt, wie das bei uns ja der Fall war, dann entwickelt sich dort ein Verhältnis, das ist besser als irgendwie ein Gesprochenes, sondern durch die Praxis ist man automatisch zusammengewachsen. Ja. Und die Erfolge im Laufe der Jahre zeigten ja deutlich, wir waren einer Meinung und das ist absolut. Mhm. Natürlich ist es so, die bequemsten Sportler, das habe ich in meiner längeren Praxis doch mitgekriegt, das waren sie nicht. Also wenn ein Sportler nicht den Mut hat, mal zu sagen, das ist meine Meinung und das sehe ich so, dann ist er ein Befehlsempfänger und das wird dann meistens zweite Garnitur. Alle, die ein bisschen energisch sind, und meine Frau gehört an für sich zu der Truppe, sind vorangekommen. Und ich erwarte auch nicht, dass der Falk ein Nicker ist, sondern er soll und muss seine Meinung sagen. Manchmal ist das auch unangenehm. Aber alles, was angenehm ist, kann man sich im Leistungssport überhaupt nicht erlauben. Und darum sage ich, wenn eine gewisse Offenheit nicht existiert und wenn der Sport dann nicht auch ein Kerl ist, dann wird das nichts. Dann wird nichts. Also die Leutchen, die bloß den Kopf nicken, sind meistens zweite Garnitur geblieben. Der Falk kam ja ein Jahr, nachdem Sie Ihre aktive Laufbahn beendet hatten, im Dezember 1973 dann zur Welt. Und aus ihm wurde in Dresden dann erstmal ein junger Eiskunstläufer. Wie weit hast du es da gebracht? Ja, ein paar Pirouetten drehen und ein paar Sprünge machen, aber sonst war mir das irgendwie alles ein bisschen, ja, zu feministisch, ne, irgendwie ein bisschen. Und aus dem Holz war ich nur nicht so ganz geschnitzt und wollte auch nicht mich in die Ecke irgendwie abtun. Und so war das nichts für mich, also. Also Jutta Müller hätte sich an dir die Zähne ausgebissen? Ja,
Aber oder ich wollen. An ihr, also gut, so wie sie so kennen. Das hätten wir alle nicht gewollt. Dann hast du es mit dem Schwimmen versucht. Ja. Das wäre ja schon eher was gewesen für deine Körpergröße. Warum seid ihr nicht einhergekommen, die Schwimmer und der Falk Balzer? Ja, Schwimmen, sage ich mal, ist immer noch so eine gewisse Sache, die mir nicht so ganz irgendwie so aus dem Kopf gegangen ist. Aber es war eher mal das Training an sich war, also für meine Verhältnisse oder für das, was ich mir an Training für Ansprüche stelle, dass ich auch mit dem Kopf arbeiten muss, zu langweilig. Wenn man dann nur noch im Wasser liegt und zählt, also nach so und so viel Schläge muss jetzt eine Wende kommen oder nicht, und dann zählt man und zählt man und zählt man und irgendwann vergisst man zu zählen und kracht mit dem Kopf hinten gegen die Wände. Und das ein paar Mal, da muss man sich dann die Frage stellen, was mache ich einfach hier? Schwimme ich einfach bloß, weil ich halt schwimmen sollte oder weil mich jemand zum Schwimmen gegeben hat oder weil ich Lust daran habe, dass ich nun gerade mal nicht irgendwie so unerfolgreich war, das möge schon alles sein und vielleicht auch ein gewisses Talent war im Schwimmen, aber wenn es keinen Spaß mehr macht, dann sollte man mit der ganzen Sache aufhören, weil irgendwie durchquälen oder nur, weil man ja, das irgendwie machen muss oder das bringt nichts. Und von daher ist dann halt Schwimmen ja, fallen gelassen worden. Und dann gab es eine Zeit, die wollen wir ganz kurz ansprechen, ohne sie auszuwalzen, wo Falk 8 Jahre Einzeltraining beim Vater hatte. Ganz kurz, wie kam es dazu und wie lief die Zeit ab? Ja, sagen wir mal so, es wurde halt dann, wo wir nach Kamarstadt kamen, zu Ostseiten noch, bin ich an SC Kamarstadt gekommen, zum Sportclub. Das lief nicht so erhofft, wie es eigentlich laufen sollte, aufgrund einiger Verletzungen. Und ich sag mal so, welches Elternteil sich also anschaut, wie ihr Sohn oder ihre Tochter oder ihre Kinder von irgendwelchen anmaßenden Trainern kaputt gemacht werden, schaut dort einfach nicht zu. Sonst wären es nicht seine eigenen Eltern. Und aus dem Grund ist dann eine Veränderung getroffen worden. Und ich habe dann bei meinem Vati weiter trainiert, weil meine Mutter ja berufstätig war. Und so hatte ich das alles so dann lang geläppert. Das heißt, der Vater hat dann auch das Mittagessen gekocht und dich voll verpflegt sozusagen. Ja. So lief das ab. Und Sie haben Ihren Sohn bis zum heutigen Tage aufgebaut und er hat es ja zu allerhand gebracht. Und da schauen wir uns nämlich jetzt auch ein paar Bilder an. Als dieses Foto entstand, ahnte keiner, dass Falk einmal 1,95 werden sollte. Der kleine Telefonist wurde auch erst relativ spät ein Fan vom Hürdensprint, tummelte sich lieber im Wasser oder auf dem Eis. Im Hause Balzer legte man großen Wert auf Vielseitigkeit. Der große Durchbruch im Hürdensprint gelang Falk endgültig vor 2 Jahren. ...1998 wurde sein Jahr. Er lief eine Bestzeit nach der anderen mit Leistungssprüngen, für die andere mehrere Jahre brauchen. Wenige Wochen nach dem deutschen Meistertitel holte er sich in Budapest bei den Europameisterschaften die Silbermedaille. Die Krönung der Weltcupsieg in Südafrika. An diese Siegerpose wird sich die Konkurrenz gewöhnen müssen. Falk, wie soll das weitergehen? Was sind die nächsten Stationen? Ja, ich sag mal, im Sommer werde ich erstmal versuchen, meinen deutschen Meistertitel zu verteidigen. Und dann eben mich zielstrebig auf die WM in Sevilla vorbereiten und dort halt wieder eben das Finale zu erreichen. Wer setzt neue Ziele? Wird das in Familienabsprache gemacht oder sagst du, pass mal auf, ich könnte mir vorstellen, ich fühle mich fit, ich möchte die und die Zeit laufen oder ich möchte das und das schaffen oder sagen deine Eltern, also aufgrund deiner Werte wäre das möglich, wie siehst du das? Also was aufgrund meiner Werte möglich wäre, dann müsste man schon die 13 geknackt haben, ne? Aber ich sag mal, Werte hin, Werte her und Ziele hin, Ziele her, es kommt immer darauf an, wie eine Saison angegangen wird und man weiß ungefähr schon vorher, meistens resultieren aus der Hallensaison, was der Junge denn nun im Endeffekt im Sommer mal draufbringen kann auf die Hürde, wenn er das auf 10 Hürden schafft. Und von daher haben wir eigentlich bisher immer ein ganz realistisches Level gefunden, auch was die Ziele irgendwo angeht und haben uns dadurch auch von anderen Leuten abgesetzt, die vorher erzählen, sie machen das und sie werden dort gewinnen und im Endeffekt haben wir es einfach nicht geschafft. Und so haben wir uns meistens immer das Ziel gesetzt und das wird auch, denke ich mal, in der Zukunft so bleiben, auch wenn ich mal unter 13 rennen sollte, was ich irgendwo hoffe, bei einer großen WM oder bei Olympischen Spielen das Finale zu erreichen. Mhm.
Die 13,00 Sekunden, das ist so eine magische Zahl für dich. 13,10 ist deine Bestzeit. Der Weltrekord für unsere Zuschauer steht bei 12,91. Aber wie kann man denn unter 13 laufen, wie Ellen Johnson dann bei den Olympischen Spielen 96, indem man alle Hürden umreißt und so tief über die Hürde geht? Wie macht man's? Ja, man kann das schon. Man sollte aber auch sehen, wie wenige es bisher geschafft haben. Und das kann man an einer Hand abzählen. Das kann man genauso abzählen, wie viele unter 47 in der Halle gerannt sind. Und bei so einem Lauf muss einfach alles stimmen, ob man nun, es kommt darauf an, wie man die Hürde halt reißt. Also bei Ellen Johnson ist das so, ja, man fragt sich eben, weißt du überhaupt, ob noch eine Hürde steht? Ja, bummst du halt von oben um und damit ist gut. Ich meine, ich kann es mittlerweile auch, aber das kommt meinen Knochen auch nicht so ganz zugute, wie er jetzt auch selber erfahren musste. Aber sag mal, wenn alles stimmt und alles hinhaut, wäre es theoretisch möglich, unter 13 zu rennen. Aber ob nun immer alles so klappt, wie es klappen sollte, das weiß man eben nie. Und auch bei Ellen Johnson, er ist zweimal in seinem Leben 12,93 gerannt und hat danach fast einen Anfall gekriegt, weil er genau wusste, dort habe ich einen Fehler gemacht und das war halt der Weltrekord verschenkt. Sie sagen selbst, dass Sie ein Familienunternehmen sind. Warum managen Sie den Falk nicht auch selbst? Heutzutage hat man ja nicht nur einen Trainer, man hat auch einen Manager. Warum übernehmen Sie diese Funktion nicht auch selbst? Nein, da müsste man sich in völlig neue Regionen reindenken. Und ich glaube, die Tätigkeit als Trainer, die ist schon belastend genug, wenn man, sagen wir mal, zwei Sportler führt, und zwar im Weltspitzenbereich. Das geht ganz schön an die Nerven. Und ich meine, man hat ja nicht nur mit der physischen Bereitschaft des Sportlers oder an dieser Bereitschaft zu arbeiten, sondern auch die psychische Seite. Und wie schon gesagt, es gibt harte Auseinandersetzungen, es gibt schöne Auseinandersetzungen. Und in der heutigen Zeit, möchte ich sagen, haben die Manager doch, sagen wir mal, ihre echten eigenen Aufgabenstellungen. Und das kann man zusammen nicht unter einem Hut bringen, weil die eine Seite erfordert den ganzen Mann und die andere Aufgabe auch. Und da muss ich wirklich sagen, unser Manager ist ja der Helmut Ebert. Der selbst auch zu Ihrer Zeit aktiver 400-Meter-Läufer war. Und wir kommen alle aus einem Sportclub, aus dem Sportclub Leipzig. Und somit ist hier auch ein sehr gutes Verhältnis vorhanden. Hinzu kommt, dass er selbst aktiver war. Er kann sich sehr viel auch in die Situation von Sportlern reinversetzen, bei Erfolgen, bei Niederlagen. Und somit bilden wir eigentlich ein sehr gutes Team. Und alle Sportler, die eigentlich von ihm auch gemanagt werden, sind mit ihm auch sehr zufrieden. Die 110 Meter Hürden sind in diesem Jahr Grand Prix Disziplin. Was bedeutet das? Da werden ja immer einige Disziplinen ausgewählt. Das bedeutet, dass man in der Golden League sehr die Wettkämpfe mitrennen müsste, wenn man eben da reinkommt, aufgrund seiner Leistung. Und dann genügend Punkte sammelt, um im Grand Prix Finale in München zu stehen. Und dort ist sozusagen, ja, Zahltag. Okay, also man kann richtig Geld damit verdienen. Ihr Junge kann in seiner Hürdenlaufbahn, sage ich mal, vielleicht mehr Geld verdienen als Sie in Ihrer ganzen aktiven Zeit zusammen. Finden Sie das gerecht? Die Zeit können wir nicht zurückdrehen. Die Entwicklung auch nicht. Und deswegen müssen wir den Problemen, die jetzt anlaufen, Rechnung tragen. Und das wäre schlecht, wenn man irgendwie als Kritiker sich hinstellt und sagt, das und jenes. Wir können es nicht verändern und sind daran interessiert, dass alles sachlich über die Bühne geht, dass auch nicht der Kopf dabei in Mitleidenschaft gezogen wird. Und so glaube ich, wir können es nicht verändern. Und werden es auch nicht verändern, weil das ist der Entwicklungsprozess, der jetzt im Leistungssport über die Bühne geht. Aber wie sorgt man dafür, dass der Kopf normal bleibt? Wie behält man den Blick für die Realität bei den Erfolgen, die vielleicht nicht die letzten sind? Ich glaube, eines spielt hier eine wesentliche Rolle, und zwar, wie ich generell aufgewachsen bin oder wie ich überhaupt generell entwickelt wurde. Was der Falk schon mal sagte, ist mir das zugeflogen, ein Bombenerfolg, oder musste ich mir diese Erfolge auch in gewissem Sinne allmählich erarbeiten, musste durch viele Tiefen gehen. Ich meine, er hat ja das vorhin mal kurz anklingen lassen, das Problem Karl-Marx-Stadt. So, er hat sich dort sehr
sehr stark durchbeißen müssen. Er hat ja auch aufgrund dieser Tatsache nicht das Abitur machen dürfen, erst nach der Wende. Und ich glaube, wenn das auch manches sehr hart war, aber er hat dadurch einmal gelernt, das Kämpfen, und er hat aber auch dabei gelernt, mit den Füßen auf der Erde zu bleiben. Mhm. Er hat dort mitbekommen, dass eigentlich Freud und Leid sehr eng nebeneinander bestehen im Leistungssport. Und somit weiß er mit seinen Erfolgen eigentlich umzugehen und wird dadurch auch für eine internationalen Klasse absolut geschätzt und geachtet. Also es ist erstaunlich, in welch kurzer Zeit er eigentlich gerade unter den amerikanischen Hürdenläufern und dem Colin Jackson diese hohe Anerkennung gefunden hat. Dass sie ihn wirklich, manchmal hört sich ein bisschen komisch an, aber sie hegen und pflegen ihn so ungefähr. Na, und auch seine Art des Auftretens gegenüber diesen Sportlern, wenn ich jetzt im letzten Jahr an Chemnitz denke, als der Colin die zwei Fehlstarts machte, dass eben sofort der Falk sagt, okay, ich übernehme einen Fehlstart. Ja, weil sonst was Jackson nützt das, ja, und so weiter. Worden. Das sind natürlich, sagen wir mal, Gesten, die einen Sportler auszeichnen. Aber dahinter steht eben, wie gesagt, ein sehr guter und vernünftiger Entwicklungsweg. Mhm. Falk hat sich Anfang des Monats, glaube ich, auch in Chemnitz auf einem ganz anderen Gebiet engagiert. Erzähl mal. Ja, sagen wir mal so, da ich ja nun die Möglichkeit habe, irgendwie mal ein bisschen was zu bewirken und auch, weil ich weiß, aus welcher Klassenschicht irgendwie auch meine Eltern entstanden sind und auch im Endeffekt ich irgendwo gelebt habe, was eben das auch mit diesen, sag ich mal, Abheben irgendwie auch erklären sollte. Und mir ist schon die ganze Zeit irgendwie ein bisschen, ich sag mal, auf den Nerv ging, warum sich alle um andere Menschen gekümmert habe, die haben, die nicht irgendwie greifbar sind, eben so mit Spenden für die Dritte Welt und sowas, was ja auch aus humanitärer und ethischer Sicht irgendwie vielleicht auch nett sein könnte, dachte ich so bei mir, warum tun eigentlich wenige Menschen was für die Leute, die eben durch dieses gewisse Raster der Gesellschaft gefallen sind. Eben die Obdachlosen oder die, die einfach, sag ich mal, daran gescheitert sind, mit dieser ganzen Sache irgendwo fertig zu werden oder eben die Möglichkeiten nicht haben, das zu bringen, was sie eigentlich bringen können. Und so habe ich mich dort für das Obdachlosenheim, also für das Bürgerhaus in Chemnitz, entschieden, dort in dem Rahmen meiner Möglichkeiten dort eine Unterstützung zu tätigen und dort eben die ganzen Sachen ein bisschen mit auf die Sprünge zu helfen, dass eben Leute, es wird in diesem Haus betreutes Wohnen angeboten, man kann dort im Computerkabinett sich dort weiterbilden, kann dort sich ganztägig dort melden, wenn man halt Probleme hat, ne, dass diese Sache auch am Laufen bleibt. Ich glaube, das wird da sehr dankbar angenommen. Der tägliche Treffpunkt der Familie Balzer, so für die alltäglichen Probleme, ist der Mittagstisch. Wer kann denn am besten kochen in der Familie? Muttern? Also wenn ich da bin, ja, dann koche ich. Habe aber auch zu meinem Leidwesen, ich glaube, meine beiden Männer mächtig dabei verwöhnt. Aha. Vor allem das Problem ist immer, es muss immer gut gekocht werden. Nicht wahr? Er braucht es und wir müssen dann wieder aufpassen, dass wir nicht irgendwie aus Versehen zulegen. Und irgendwo kommt dann immer mal der Punkt, wo wir dann auch sagen, also herrlich wäre doch mal ein Eintopf oder eine Milchsuppe. Was sind denn so die Lieblingsspeisen, die Lieblingsgerichte? Lende, ne? Ja, ja, Lende, aber auch Milchsuppe, eigentlich. Naja, alles. Ja, außer Fisch. Außer Fisch, ja. Aha, okay. Falk hat mit seinen sportlichen Erfolgen auch für Sie neue Perspektiven gesetzt. Sie waren jetzt bei der Weltmeisterschaft, bei der Hallenweltmeisterschaft in Japan als verantwortliche Hürdentrainerin mit. Wie ist das, wenn man als Trainerin jetzt in ein Land reist, in dem man selbst mal so erfolgreich wird? Was geht einem da durch den Kopf? Ach ja, es war wirklich schon eine schöne Sache, dass ich noch einmal nach Japan konnte. Zumindest habe ich es ja damals nicht erwartet, dass ich irgendwie mal wieder zurückkommen könnte. Und ich würde mal so sagen, wo ich jetzt ein zweites Mal in Japan war, habe ich mir dann doch mehr, sagen wir mal, Land und Leute angeschaut, auch mit anderen Augen, mit den Augen des doch reiferen Menschen. Damals hatte man ganz andere Aufgabenstellungen und da hat man sich eigentlich gar nicht so für das Umfeld groß interessiert. Mhm. Eine schöne Sache war es natürlich, dort wieder zu erscheinen. Und es hat mir eigentlich oft sehr viel Freude und Spaß gemacht, dass ich von sehr vielen Eltern, ob Kampfrichtern oder so weiter, angesprochen wurde, ob das nun Japaner waren
oder auch an Trainer aus anderen Ländern. Ich denke an Polen, na, die Hürdenläuferinnen, mit denen wir damals zusammen gelaufen sind, oder die früheren sowjetischen Trainer. Es sind also doch, kommen dann sehr viele und sagen, Mensch, hier, und kennst du mich und so. Es macht doch sehr viel Spaß. Der Falk gehört jetzt zur Sportfördergruppe. Will nebenbei noch so ein bisschen studieren, sage ich mal. Das heißt, du machst dir also auch Gedanken um die Zeit, vielleicht mal nach einer sportlichen Laufbahn. Wie sehen da deine Pläne aus? Ja, ich sag mal, so richtig hundertprozentige Pläne, denke ich mal, habe ich noch nicht. Aber wie schon angesprochen, die Bundeswehr hat eigentlich die Möglichkeit eingeräumt, wenn man nun mal als Wehrpflichtiger eingezogen wird, dann sehr schön zu trainieren zu können und dort auch eine Laufbahn einzuschlagen, die einerseits ein Standbein sein kann. Und sofern ich dann Zeit habe, neben halt der Bundeswehr, neben deren Verpflichtungen und neben meinem Training und Wettkampfstress, na, widme ich mich dann noch meinem Studium, was ich vorher getan habe. Ich mache in Jena, also sozusagen als Fernstudium, Deutsch, Geschichte und Rechtswissenschaften. Mhm. Und ich sage mal, das Problem ist halt dabei, dass es im Sommer kaum möglich ist, das Studium durchzuziehen oder einen Schein zu machen aufgrund der langen Wettkampffolge. Man ist ja nie irgendwo anwesend oder da. So wird es meistens immer erst im Winter, zum Wintersemester, dann etwas ernster. Die Familie hat eigentlich immer zusammengehalten. Bei den Erfolgen fällt das sicherlich leichter. In den schweren Stunden ist das nun nicht ganz so einfach. Was würden Sie als Familie so als ihre schwerste Stunde bezeichnen? Oh, das ist... Wir sind Rückschläge gewöhnt, haben das in den Jahren der aktiven Tätigkeit meiner Frau auch gut überstanden, und 2:1, wenn da so ein Wermutstropfen in die Sammlung fällt, lässt sich verhältnismäßig gut überstehen. Und weil wir wissen, wie die Praxis ist, ist das nichts, sagen wir mal, Überragendes, wenn mal was nicht klappt. Und wir haben ja uns mit der Disziplin beschäftigt, die nur 10 solche Dinger da stehen hat. 10 solche Hürden, ja. Wenn da mal ein so ein Apparat ein bisschen krumm steht oder der Fuß krumm aufgesetzt wird, ist das ganze Ding gelaufen. Und diese Situation haben wir alle miterlebt, und deswegen glaube ich, bisher haben wir sie gut überstanden. Also auch die Wendezeit, sage ich mal, konnte sie nicht aus dem Rhythmus bringen. Nein, ich hatte es ja schon einmal gesagt, Freude und Leid liegen beim Leistungssportler sehr dicht beieinander. Er ist es gewöhnt, heute bejubelt zu werden, und am nächsten Tag gibt es irgendwo eine Niederlage, und dort muss er sich wieder rausfitzen. Das Positive, was hierbei den Leistungssportler eigentlich auszeichnet, ist, dass er sich doch sehr gute positive Willensqualitäten aneignen kann, die ihn letztendlich im Leben dann auch helfen, eben bei Problemen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Wende nehmen, als auch, sagen wir mal, für den DTSB das auskam, da gab es, ja, was nun? Das Leben ging weiter, also hinein ins Arbeitsamt, bitteschön, ich brauche eine Bildungsmaßnahme. Und sofort saß man wieder auf der Schulbank. Ja. Und, ja, und so, und habe gesagt, hauptamtliche Trainer, also wer noch daran glaubt, dass ich heute mit einer ABM-Stelle von Mal zu Mal weiterhangelt. Also das Spiel habe ich zum Beispiel überhaupt nicht mitgemacht. Ich habe gesagt, okay, ich setze jetzt die Sozialpädagogik noch drauf und habe dann eben die Möglichkeit wahrgenommen, an Bildungseinrichtungen zu arbeiten. Mhm. Und genauso ist es auch im Sport. Wir nehmen als Beispiel vielleicht mal jetzt Mebashi. Der Vorlauf, das war ja eine ganz schöne Hängepartie, gerade noch so reingerutscht. In den Endlauf, gut, er kann selbst dazu was sagen, er war nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Und hat trotzdem Bronze geholt? Ja, so, danach haben wir uns beide hingesetzt. Ja, nun ging es ja erstmal nicht darum, zu sagen, also in der Technik, buff, 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 sondern hier war es ein psychisches Problem, und habe ihn dann also echt so mal dargestellt. Also Junge, dort und dort erstmal
der Morgen, nicht wahr, um 10 Uhr war dein Lauf gewesen. Normal, wenn es um was gegangen wäre in dem Vorlauf, hättest du um 4 Uhr aufstehen müssen. So von dieser Warte her gegenübergestellt, wie die anderen sich an den Hürden bewegt haben und was nun sein Vorteil ist und was er am Nachmittag absolut rumreißen kann. Hm. So und damit war das dann am Nachmittag gelaufen. Aber und genauso ist es auch im Leben. Ne? Also ich meine, klar gibt es im ersten Moment einen Dämpfer, aber irgendwie, und das ist wirklich beim Leistungssportler so üblich, dann erwachen plötzlich bei dem alle Lebensgeister. Ne? Und dann kommt die nächste Kraft wieder und der nächste Schub nach vorn, um genau aus einer Niederlage, sagen wir mal, positiv hervorzugehen. Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, welche wären das? Vielleicht jeder ein, oder? Falk? Ja. Der Mann ist wunschlos glücklich. Ja. Nö. Also nee, eigentlich nicht, aber ich sag mal, wenn ich mal mir was wünschen würde, ist das, wenn es gibt so gewisse Ausflüchte von einigen Leuten, die manchmal sagen, du mögest jetzt vom Blitz getroffen werden. Und ich wünsche mir eigentlich, dass Leute, die, sage ich mal, nicht annähernd die Leistung haben oder nicht annähernd auch den Intelligenzquotienten, ohne jetzt überheblich zu klingen, und nicht annähernd die Größe haben, wie jetzt wir drei jetzt mal, was wir geleistet haben, was wir gebracht haben und was wir darstellen, über uns Gerüchte oder was weiß ich was in die Welt setzen, nur weil sie nur voller Neid existieren, dann sollte dort vielleicht mal der Blitz einschlagen. Frau Balzer? Ich wünsche mir für uns alle drei, dass wir noch recht lange eine Familie sind. Das heißt nicht, dass der Falk jetzt nicht heiraten darf oder was weiß ich. Und dass wir alle gesund bleiben und dass ja eigentlich die Harmonie, die bei uns besteht, auch weiterhin so bestehen bleibt. Herr Balzer? Ja, es ist alles gesagt worden. In der Endkonsequenz. Der wesentlichste Faktor ist wirklich, dass man aufgeschlossen, gesund und alles zum Guten sich weiterentwickelt und dass uns noch viele schöne Stunden beschert werden. Na gut, in diesem Jahrtausend wird es vielleicht nichts mehr, aber haben Sie mal an Enkelkinder gedacht? Planen Sie die auch ein? Also das sind jetzt Theorien, mit denen ich mich also zurzeit noch nicht beschäftige. Gut, dann verschieben wir das noch ein Stückchen. Aber ja, ich glaube, ab heute Abend haben Sie dann vielleicht ein paar Fans mehr, ein paar mehr Zuschauer, die Ihnen die Daumen drücken werden und speziell dem Falk für alles, was da kommt. Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Kraft und die Portion Glück, die man halt braucht, um sich überall in der Welt durchzusetzen. Vielen Dank für Ihr Kommen und auf Wiedersehen. Und vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauer daheim. Thank you.